ihr ab, Leute, es geht weiter mit der Akrobatik-Serie, die erstmal bei der Fallschule anfängt. Und bei der Fallschule hatten wir jetzt gehabt, das seitliche Hinfallen. Es geht direkt weiter mit dem Rückwärts-Hinfallen. Ja, zum Beispiel, wenn mich einer schubst, dass ich meinen Aufprall abfedern kann. Ja? Es ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip, was wir seitlich gemacht haben. Abrollen und gleichzeitig abklatschen mit dem Arm. Genau das gleiche machen wir rückwärts. Das heißt, wir absorbieren den Sturz mit beiden Unterarmen und mit den Handflächen hier. Und dann kann man direkt wieder aufstehen. Wichtig ist halt, dass man nicht so ungebremst rückwärts einfach auf den Boden aufschlägt. Wirbelsäule und so weiter sind alles verletzliche Punkte. Darum absorbieren wir das mit den Unterarmen. Also rückwärts hinfallen. Und da könnt ihr euch nicht viel über tun. So, und genauso wie beim seitlichen Hinfallen, wenn man das überhaupt nicht kann, fängt man erstmal aus der Hocke an, ja, das heißt, man kniet sich so ein bisschen hin, lässt sich so nach hinten kullern und schlägt dann entspannt auf. Oder man fängt sogar im Sitzen an, ja, und übt erstmal nur das Rollen mit dem Abklatschen. Später kann man dann auch den Sprung machen, aber das kommt erst später.